Wir sind bei Steam Noir. Um genau zu sein, sind wir hier mit Felix Mertikat und mit Verena Klinke, dem Team dahinter. Und wie genau sieht eure Teamarbeit aus? Wer macht was oder teilt ihr euch jeweils die Jobs? Die Story erfinden wir zusammen und schreiben tue ich und zeichnen macht Felix. Genau. Wie hätte ich darauf eine schlaue Antwort geben können? Ja, genau. Ich mache nicht nur die Story, sondern halt auch den Sprechblasentext. Und mit dem Zeichnen habe ich nichts zu tun, leider. Aber ich kriege immer wieder die Anfragen bei Signierstunden, ob ich nicht doch mal was zeichnen kann, weil sie es nicht wissen, dass für einen Comic halt auch eine Autorin wichtig ist. Und es ist inzwischen, ist Steam Noir ja auch nicht nur ein Comic, beziehungsweise es beruht ja auf einem Rollenspiel, Opus Anima. Und jetzt geht es wieder ein bisschen mehr in die Breite. Was habt ihr noch alles in petto? Was kommt alles demnächst noch? Du hast schon richtig gesagt, wir kommen vom Rollenspiel. Eventuell wird es wieder ein Rollenspiel. Das hängt aber davon ab, wie viel Zeit und Kraft wir haben und auch wie die Marktakzeptanz ist. Wir wollen den Markt nicht überschwemmen mit irgendeinem Scheiß. Deswegen, wir haben jetzt durch Zufall mit Daniel Danze zusammen dieses Kartenspiel entwickelt. Besser gesagt, er hat das Spiel schon gehabt und wir haben die Illustration und die Welt dazu geliefert. Und beim Brettspiel allerdings haben wir uns ganz stark darauf konzentriert, wie könnte man den Comic crossmedial erweitern. Das sprich, wie kann man die Geschichte, die im Comic erzählt wird, nochmal im, ich sag mal, geopolitischen Maßstab nochmal erzählen. Vor allem auch die Gefahr der blinden Tage und dafür ist das Brettspiel entstanden. Unser Ansatz ist halt, wenn es ein neues Produkt gibt zu Steam Noir, soll es immer die Welt sinnvoll erweitern und nicht einfach nur zum Selbstzweck existieren. Also ich glaube, so ein Kissenüberzug bringt ja weniger die Welt nah, als zum Beispiel ein Spiel oder ein Roman es sein könnte. Wobei wir jetzt nach Steam Noir 4 erstmal eine Pause machen. Wir gucken, ob wir das Brettspiel noch verlegt bekommen, weil ich finde, dass die Welt relativ gut abrunden würde. Und ansonsten haben wir erstmal eine lange Pause. Okay. Es ist ja auch so, dass der Comic dann mehr oder weniger allein durch das Medium meistens ja nur an der Oberfläche einer Welt kratzt. Ist euch das wichtig, dass ihr auch das alles, was dahinter steht, was ihr euch ausgedacht habt mit dem Kalendarium und dergleichen, auch nochmal präsentiert wird? Ja, das ist ja der Grund, warum wir so viel nebenher machen, weil das halt dadurch, dass es eben vom Rollenspiel kommt und eben diese dicken Hintergrundbücher dazugehören, dass wir das einfach irgendwie noch dem Leser näher bringen können. Deswegen versuchen wir das halt über die Zusatzprodukte. Okay. Was sind für euch denn die wichtigsten Aspekte auch des Comics, beziehungsweise was ist das, was für euch die wichtigste Herausforderung daran ist? Das sind zwei Fragen in einer. Konkretisiere eine von beiden. Dann zunächst, was ist für euch der wichtigste Aspekt daran? An Steam Noir generell? Also wir haben unser Konzept, haben wir darauf konzentriert, dass wir auf jeden Fall viel mit Technik haben, sprich die Vermischung Mensch und Technik, dass wir Vineta haben und die Seelenlosen. Nein, jetzt habe ich es genau falsch gemacht. Die zurückgekehrten Seelen von der Totenscholle. Das sind so die drei Konzepte, die wir haben. Und das ist eben auch wichtig, dass wir die zumindest zwei oder drei von diesen Themen in jedes Medium übertragen können. Und die größte Herausforderung, ist es für dich eher die künstlerische Herausforderung oder die Erzählung? Auch die Erzählung ist eine Kunstform. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass du bei manches genau auf Medien, auf verschiedene Medien bezogen beim Comic. In diesem Fall beim Comic erstmal. Ach so, Moment, okay. Beim Comic ist die größte Herausforderung, ehrlich gesagt, mittlerweile den Erwartungen gerecht zu werden. Wenn du bei so einer Serie hast, du hast natürlich immer die Erwartungen von den Vorgängern, dass der nächste Band zumindest die Erwartungen einlöst und wir hoffen natürlich immer, dass wir es noch ein bisschen übertreffen können. Jetzt stehen wir dem vierten Band gegenüber. Wir wissen, dass die Story im vierten Band richtig schön abgeschlossen wird, aber die Erwartungen sind die Herausforderung, die wir stellen müssen. Wir müssen jetzt den Abschluss schaffen. Ich würde sagen, wow, das hat sich gelohnt, 3 Jahre dabei zu bleiben. Du hast ja auch gerade danach gefragt, ob wir diese Zusatzprodukte deswegen machen, um noch mehr zu erzählen. Das ist schon auch die Herausforderung. All das, was wir eben zu dieser Geschichte, nicht nur zu dieser Welt, sondern auch zu dieser Geschichte an Hintergrund haben, dass wir versuchen, das da reinzupacken in so einen kurzen, dünnen Band. Und das ist schon eine Herausforderung, so zu schreiben, dass doch noch so dieser Geist dahinter mitschwingt, dass man genug mitnimmt. Und dann auch noch, wie schafft ihr es euch denn abzusetzen? Ich weiß, das Ganze hat ja schon sehr viel ältere Wurzeln, aber es rollt so ein bisschen jetzt gerade die Steampunk-Welle über alles drüber. Überall werden dann nochmal ein bisschen Technik dran geschraubt und dergleichen, dann kann man es so nennen. Wie setzt ihr euch davon ab oder wie macht ihr klar, dass das nicht halt eben der Mainstream ist? Ist das deine Frage? Ja, wir haben keine Zahnräder irgendwo dran.
Und wir haben uns gegenüber dem, ich sage mal, klassischen Mainstream-Steampunk haben wir uns etwa 30 Jahre vorwärts bewegt. Wenn man das in einem Erdzeitalter nachmessen würde, würde ich sagen, Anfang des Ersten Weltkriegs, so 1914 rum. Was den klassischen Steampunk ist ja eher 1880, 1890. Ich glaube, der Unterschied ist schon eigentlich der größte, sich abzusetzen. Ich glaube, die Frage ist ganz gut beantwortet. Der Comic ist dann abgeschlossen mit dem vierten Band. Ihr habt dann noch das Brettspiel ausstehen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr wirklich gerne machen würdet, was ihr euch als neues Ziel setzen würdet? Zu Steam Noir? Oder auch generell, falls ihr irgendwo anders hin aufbrechen wollt? Also, was wir gerne machen würden, wäre noch so eben dem Rollenspiel-Ursprung so entsprechend, würden wir gerne wieder ein Weltenbuch machen zu Steam Noir, zu der Welt, und in dieses Weltenbuch direkt integriert einen Ansatz zum Rollenspiel, dass man das eben genauso wie Opus Anima wieder spielen kann. Und dass das Weltenbuch halt wieder mit schönen Illustrationen natürlich, so wie dieses Opus Anima Grundbuch, das ja an sich schon einfach Kunst für sich ist. Vom Layout. So, jetzt. Genau. Also Ziel vom Weltenbuch, wenn ich nochmal ergänzen darf, ist ja, dass man die Welt neutral beleuchtet, ohne Story. Das heißt, wir haben in dem Comic haben wir ja die Welt immer anhand der Geschichte erzählt. Im Weltenbuch hat man die Chance, ohne die Handlung nur die Welt zu beschreiben, dass man sich das Gefühl hat, okay, in dieser Welt leben auch wirklich Menschen, da, was kann man denn da alles machen? Und als kleines Schmankerl eben hinten dran, die noch ein paar Regeln des Spiels auch dann umsetzen zu können. Was wir dann noch gerne machen würden, eben in dieser selbstverorteten Steam Noir-Pause, wäre eventuell eine Kurzgeschichte zum Kalendarischen Orden, den viele ja ins Herz geschlossen haben, uns eingeschlossen. Und da würden wir vielleicht noch eine kurze Geschichte dazu machen. Und was kommt dann ansonsten als nächstes? Ihr habt gerade schon angedeutet, ihr habt ein neues Projekt in Arbeit. Du darfst anfangen? Ich darf anfangen, yeah! Okay, pass auf, das nächste Projekt ist zweigeteilt. Wir haben einmal das Studio Werkbericht gegründet. Wir beide zusammen mit Jay und Liz. Also Jay wird das Management machen, Liz wird sich viel um PR und Marketing kümmern. Und Teil dieses Projekts ist es, ein Comic zu entwickeln in der Öffentlichkeit. Das heißt, ihr kommt dann vielleicht in einem halben Jahr zu uns ins Büro und filmt uns einen Tanzentag, wie wir effektiv diesen Comic machen. Wir selbst werden uns auch begleiten mit Kameras oder mit Twitter, Facebook, mit öffentlichen Auftritten, sodass die Zuschauer sehen, sagen, deine erste Frage war, wie arbeiten wir als Team zusammen? Dass wir diese Frage nicht im Interview beantworten müssen, sondern dass die Leute uns dabei schon gesehen haben, wie wir das machen. Wie wir uns zoffen, wie wir uns lieben, wie wir uns die Geschichten, wie wir an Ideen rumkauen, das alles nach außen tragen, dass man so ein Referenzprojekt entstellt. Das heißt, anhand dieses zwei Jahre laufenden Projekts werden wir den Comic entwickeln. Und der andere Teil, den ich erwähnt hatte, ist eben der Inhalt. Der Arbeitstitel ist Karneval. Und ihr müsst euch eine Wüste vorstellen, die so groß ist, dass man von Stadt zu Stadt nicht reisen kann. Die einzige Möglichkeit ist eine riesengroße Karawane, genannt der Karneval, der im Jahreszyklus diese Städte abreißt. Aber das bedeutet auch, wenn du von der Stadt A in die Stadt C möchtest, musst du unbedingt mit dieser Karawane mitreisen. Und unsere Hauptfiguren werden in dieser Karawane aufgehen, weil die große Liebe unserer Hauptfigur in diesen Karneval geht, um seine Stadt zu verlassen, und sie ihm hinterherläuft und die Karawane schon weiterzieht, bevor sie wieder nach Hause gehen kann. Und wie ich gerade gesagt habe, dass wir nicht mehr über diese Geschichte erzählen können, hat den Ansatz, dass wir ab Januar, Februar etwa uns dabei filmen, wie wir diese Idee langsam weiterentwickeln. Deswegen mehr gibt es noch gar nicht, und das war jetzt schon Teil des Projekts in dem Sinne. Jetzt soll ich noch was sagen? Ja, wann startet es denn? Das fängt an, eigentlich jetzt sofort. Seit dieser Woche sind Jay und Liz mit uns im Büro und es soll eigentlich jetzt direkt schon losgehen. Wir machen natürlich gerade noch Steam Noir, den vierten Band. Vielleicht sieht man da auch noch irgendwie ein bisschen Video, wie wir da sitzen und zeichnen und schreiben. Aber richtig los geht's dann Anfang nächsten Jahres. Dann viel Erfolg mit Karneval und vielen Dank fürs Interview. Dankeschön.